Am kommenden Montag kommt es zum Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Gespielt wird im Signal Iduna Park und der Anpfiff ist um 20.30 Uhr, was bedeutet, dass die Partie für die Akteure um frühestens um 22.15 Uhr beendet sein wird. Die Augsburger wollen gerne, wegen des straffen Terminplans und der kommenden Partie gegen Hoffenheim am Samstag, gerne schon am selben Abend den Rückflug antreten. Allerdings gibt es da normalerweise ein Problem. Denn eine Landung in Augsburg ist nachts nicht möglich. Nun aber hatte der Flughafen ein Einsehen und hat eine Sondergenehmigung erteilt, mit der das Nachtlandeverbot einmal außer Kraft gesetzt worden ist. Verein bedankt sich bei allen, die das möglich machen. Somit kann die Mannschaft schon am Dienstag wieder ins Training einsteigen, und eine optimale Vorbereitung auf das nächste Ligaspiel ist gewährleistet. Der Verein bedankt sich hierfür ausdrücklich bei den Verantwortlichen. Neben dem Luftamt Südbayern, das die Genehmigung erteilte, gilt auch dem Flughafen Augsburg ein großer Dank. Auch die Stadt Augsburg unterstützt den FC Augsburg und hat sich für eine Landeerlaubnis ausgesprochen, so die Augsburger in einer entsprechenden Pressemitteilung. Die Party gegen Dortmund ist bereits das dritte Montagsspiel in der Bundesliga der laufenden Saison. FC Augsburg bekommt am Montag eine Ausnahmegenehmigung und darf nachts in Augsburg landen. Bewerte diesen Beitrag.